Ein herzliches Willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Genau, wir haben in der letzten Folge den Moonpool fertiggestellt und das zweite Modul, dieses Fabrikator-Modul für die Seebahn. Da vorne ist sie. Ich hatte mir vorgenommen, heute vielleicht einen Reaktor fertigzustellen, zumindest einen Biomassenreaktor. Wir müssen was trinken. So. Gucken wir mal weiter. Genau, ich würde nämlich tatsächlich sagen, weil ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Da wollte ich nochmal in der letzten Aufnahme gucken. Ich bin auch gerade dabei, ein bisschen umzubauen hier, deswegen entsteht die Folge jetzt relativ spontan. Genau. Wir gehen jetzt einmal in die Seebahn. Dann können wir. Genau, da können wir nämlich einmal durchlaufen. Genau, hier müssen wir so. Erweiterter Kabelsatz Blei. Und hier. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir nur noch das machen, weil. Haben wir Schmierstoff haben wir, oder? Ne. Dann holen wir kurz Schmierstoff. Weil dieser Kernreaktor, da brauchen wir noch Kernbrennstäbe für. Und das kann ich mich noch dran erinnern. Also aus Subnautica. Kann ich mich da so ein bisschen noch dran erinnern. Ach, guck mal, hier ist direkt das Ding. Aus Subnautica, da hat man die nur gefunden. So. Und ich weiß nicht, wie man die hier macht. In dem Game, meine ich. Ach so, stimmt. Und noch eine Signalboje, die wäre auch noch ganz hilfreich. Perfekt. Nochmal hier ein paar Fischis einsammeln. Wir müssen da Schmierstoff, ne? Da. Ich verstehe gar nicht, warum die so rot sind auf einmal. Ich fand die so gelb besser. Was war das? Habt ihr das? Das habt ihr gesehen, ne? Das hat so geflackert. Perfekt. Warum fl... Ich will gar nicht wissen, wieso es flackert. So, Biomasse. Perfekt. Wobei, andere Idee. Haben wir da sogar einen erweiterten Kabelsatz? Nur ein Kabel. Ah, wir haben sogar eine Signalboje, lol. Wartet mal. Was kostet ein erweiterter Kabelsatz? Computerchip. Wir haben keine Brennkernstäbe, ist halt das Ding so. Ich glaube, das lohnt sich nicht, weil hinterher bauen wir den und... Ja, wir haben Ressourcen gewastet. Perfekt. So. Nein. Okay, ja gut, die können wir reinpacken. Perfekt. 650, nice. Ja, da müssen wir darauf achten, dass wir da permanent, was ist denn da schon drin? Ach, Plaststahl, okay. Können wir den eigentlich hinbauen, ja. Genau, hier hatte ich die reingemacht für einfach nur Kernstab. So. Ja, aber das ist ja eher erst dann später. Es stimmt, den Scannerraum haben wir, ne? Ja. Gut, da gucken wir aber gleich erstmal nach. Ist auch schon wieder dunkel. Gut, wir gehen einmal kurz raus und sammeln mal ein paar Fischis. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir mal gucken in der... Was? Brachheilhai oder so. Und zwar würde ich kurz sehen, dass wir vielleicht das so machen, dass wir uns quasi mal eine Mission... Also nicht Mission suchen, sondern eine Story suchen. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich habe so viele Luken hier gebaut, ich weiß gar nicht, wieso. Naja. Und zwar, weil die Stories... das ist, hier läuft ja immer so, dass wir benachrichtigt werden, quasi. Und ich hätte mir gedacht, dass wir vielleicht mal so sowas suchen. Ich gucken wir mal. Ich glaube, wir packen die einfach nur hier so hin. Und dann so, hier. Genau. Perfekt. Oh, Name. Base. So, dann können wir die direkt umändern. Das ist die Frage, wo ist... bin ich... Ach, hier, Signal, Polia Base. Komm, den machen wir grün. Jetzt sieht sexy grün aus. Gucken wir mal. Boah. Perfekt. Wir könnten tatsächlich nochmal
nee, da waren wir schon. Zur Basis von der fremden Frau gehen. Kann aber auch sein, dass wir... Ja, wenn, dann setzen wir uns was anderes als hier. Ich würde sagen, wir fahren dahin. Wo ist das, das hier Reparaturwerkzeug können wir in der Hand. Oder? Ja, doch. Und sonst würde ich sagen, dass wir tatsächlich auf die Suche gehen. Eine Jukebox. Oh, die will ich haben. Die will ich haben. Und zwar, wir gehen dahin und gleichzeitig suchen wir auch, weil es gibt so einen Schneespeeder, glaube ich. Da wollte ich ein paar Teile für, oder die Teile für ihn finden. Quatsch, wir wollten noch nach Quarz suchen. Und, genau, nicht nur Schneespeeder, sondern noch andere Abteile für, es gibt so ein Teleportationsabteil für den, für die Seebahn. Aber ich glaube, da müssen wir noch länger suchen. Aber wäre cool, nice to have, so mäßig, wisst ihr? Alter, wir haben eine Jukebox. Bezweifle, dass wir die brauchen, aber... wo war... Achso, nee, warte, die haben wir normal gebaut, ne? Ich würde tatsächlich sagen, dass wir den Dude hier abbauen. Genau, perfekt. Und dann da, Fabrikator. Wir bauen den hier hin. Da. Ich weiß so, woanders. So, dass wir nicht immer da so hinten hinrennen müssen. Gucken wir mal. Hier Jukebox. Das ist ganz wichtig und richtig. So. The jukebox lets you listen to music in your bed. Das will ich nicht funky sein. No one said survival. What is the purpose of this? Alter. Was? Music so that I have something to listen to. What is music? I can detect certain mathematisch. Nein, an instrument of nein, science. Ist nicht. Does it help with your research? It does. Just not in the way you're probably thinking. Music and math are strongly related. Rhythm is math. Harmony is ganz math, mehr als das, ja. Music as a whole is more than that. Ich würde tatsächlich sagen, ich hatte kurz Panik, das sah gerade wie ein bestimmtes Kreuz aus. Einfach genau, ich würde tatsächlich sagen, dass man es vielleicht so macht, dass man we make music. And we're moved by it. Wow. Alter. Okay. Ich sehe es schon kommen. Ich krieg gleich so einen Copyright-Strike. Gibt's denn. Hä? Gibt's so drei Songs? Nein, oder? Es gab. Gibt es wirklich nur drei Songs? Ich habe mehr in Erinnerung. Hm. Oder muss man die finden? Ich weiß es nicht. Nicht zurück, sondern wir gehen in die Seebahn. Seabahn. Ursprünglich muss ich auch sagen, ich habe eigentlich ein Star Trek Researches Video aufgenommen, aber da hat aus irgendeinem Grund haben die Stimmen nicht aufgenommen. Da. Deswegen muss ich das Video nochmal aufnehmen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich die kompletten 40 Minuten oder nee, 30 Minuten nochmal neu machen muss, aber ich kann es nicht ändern. So, ich bin mal gespannt, ob es da hinten bei der Basis vor der Frau neben diesem einen Monster vielleicht noch andere Wracks gibt. So, da kommen wir ja auch gleich zur Mercury. Boah, das ist schon ein krasses Schiff. Ich habe mir mal vorgenommen, die ganze Story durchzulesen. Nicht im Video, aber ich sag mal offscreen. Ein Fragment oder so. Ich werde das so bereuen, jetzt hier rausgegangen zu sein, ne? Aquariumabteil? LOL. Das nehme ich gerne. Einfach ein Aquarium, lol. Das kommt da ganz hinten dran. Würde ich sagen, Aquarium. Alter, das sieht doch voll schön aus irgendwie hier. Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch eins. Ey, muss jetzt ganz kurz, neben mir ist ein Fenster und da scheint direkt die Sonne rein, ne? Das blendet gerade so hart. Ich denke mal, das kann man nicht scannen. Nee. Ist auch schon wieder ein Eckchen her, seitdem wir hier waren. Ehrlich gesagt, bin ich auch froh darüber, dass das so lange her ist, aber... Hä, manchmal? Okay, ich frage, kann ich mehr... Haben wir das? Das haben wir schon. Ach so, das haben wir schon gescannt, lol. Okay. Ah, ich glaube, in der Tiefe...
Oh Gott, jetzt habe ich, ich habe einen Schluck auf, oh Gott. Hier, jo, was ist das? Krebs? Oder was ist das? Krebswurfhakenarms, nice. Was zum, das ist irgendwas Versteinertes. Oh, der Seekobold, hi, du. Na? Alter, ich liebe diese Dinger, ne? Mittlerweile. Silbererz, gut, da können wir ein bisschen aufstocken. Wir müssen nur gleich auch wieder zurück. Nicht zu weit entfernen, meine ich. Erzader? Ach, das können wir dann mit einem Krebs aufdingsen, denke ich mal, ne? Lanzenkelch. Ah, scheiße. Okay, wir haben keine Batterie. Die packen wir rein. Oh, Blei. Ja, danke schön. Nice. Ach, ich glaube, die bringen uns immer das, was wir da oben angeäftet haben, ne? Ja. Gut, wir gehen zurück zur Seebahn, wenn es hier keine anderen... Doch, gibt es. Oh, Seebahn. Zugkraftmodul. Was ist das denn? Warte, vielleicht gibt es das hier auch noch in der Nähe. Hier! Oder? Tauchflasche mit ultra hoher... So, die haben wir schon, okay. Ich dachte kurz, wir haben irgendwas Episches, aber... Nee, leider nicht. Lasst uns das mal gucken mit diesem Zugkraftmodul. Das finde ich schon so interessant, weil dann könnten wir... Ich weiß jetzt nicht wofür, aber ich denke mal, dass du da diverse Sachen... Also, oder? Ich weiß es nicht. Die brauchen wir. Habe ich mir gemerkt. Gelsack, genau. Die brauchte man auch voll auf den Subnautica. Die habe ich da immer angebaut. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar noch, das Stream-Let's Play gibt es auf YouTube. Wow. Seekoboldi. Boah, ich schwöre, ich liebe jetzt diese Dinger, ne? Ehrlich, am Anfang waren es scheiße. Weil die mal genervt haben, aber jetzt voll nett. Oh Gott, da ist dieses Ding. Ja, genau, wir sind richtig. Hier ist die... Ja, ja. Ja, wir sind richtig. Ach, das ist nur... Ein Krebswärmereaktor. Digga, was? Ach, den haben wir sogar schon. Hä? Warum haben wir einen Wärmereaktor? Ah, da kommen wir rein. Okay. Boah, es sieht so schön aus. Ne? Muss ich immer wieder sagen. Hm, Rubin. Wichtig und richtig. Nice. Warte, was war das? Nickelerz? Lol. Wir haben Nickel gefunden. Als ob. Okay. Nice. Das brauchen wir. Also, nehme ich gerne. Also. Da unten ist noch was. Oder waren wir da auch schon? Ich kann es nicht abschätzen. Das sieht manchmal immer so... Oh, dieses Aufstehen ist nervig, muss ich sagen. So dieses Rein-Raus. Wisst ihr, was ich meine? Aber... Perfekt. Erstmal halbe Seebahn auseinandergenommen. Du Scheiße, nee. Ja. Kann ja was werden. Da sind Rubine. Wir gehen aber mal eher hier rein. Tschüss. Die Musik passt auch gerade voll. Es ist so idyllisch. Und es ist... Oh. Ja, die Dinger, die können einen so verschlucken. Stimmt, ich erinnere mich. Oh, wir sind gleich in der... Oh, scheiße. So, wir gehen jetzt mal runter. Jo, was ist das denn hier? Folgen auf der Stelle dieser Anlauf so lange Zeit. Okay. Erbauer-Artefakt. Ah, noch ein Erbauer-Artefakt. Meereslebewesen-Analysator. Tschüss, cool. Bandenkiste? Lol. Ey, hier gibt's ja voll viel. Okay. Wie cool. Ja gut, dass wir hier reingeschwommen sind, so. Das hätte ich sonst nicht gemacht, aber durch so Subnautica lernt einem immer was. Immer in jede Ecke gucken, weil... Ne? Sonst wisst ihr ja.
verpasst man alles einfach. Einfach die Hälfte ist weg dann schon. Es geht noch weiter. Da fahren wir jetzt mal nicht lang. Wir gehen jetzt zur Basis von der Frau wieder. Ich check sowieso nicht, warum die hier so weit unten gebaut hat. Vor allen Dingen so richtig unnötig. Ja, shit, ja, stimmt. Wir müssen jetzt gleich einmal raus. Hier können wir nochmal gucken, ob hier was ist, aber... Nee, wir haben das schon gescannt. Ja. Ach, hier sind... Ach so, lol. Wir hätten einfach nur hier runterschwimmen müssen. Ja, egal. Genau, hier ist ja die Basis der Frau. Bevor wir jetzt da reingehen... Ich weiß gar nicht, das... Ja, stimmt, der Moonpool, der funktioniert. Boah, tschüss. Ja, genau, hier wollte ich hin. Einmal kurz eine kleine Info. Jetzt spreche ich einmal das so ein. Ich habe nämlich für ungefähr 7 Minuten vergessen, mein Mikro wieder zu aktivieren an meinem Elgato Wave. Deswegen werde ich das jetzt mal so kommentieren. Ich habe hier diese Höhle gefunden mit Kristallformationen. Da ist auch Kyanit. Das gab es in Subnautica 1 auch. Ja, mir ging aber allerdings auch der Sauerstoff aus. Ich bin nicht gestorben, ich habe es gerade noch so geschafft, das kann ich ja mal spoilern. Genau, da ist die Schubkanone. Ich weiß noch, dass ich mich gefreut hatte. Ich wollte die unbedingt craften. Genau, da ist das Kyanit, wovon ich geredet habe. Aber ich habe realisiert, dass ich nicht mehr so viel Sauerstoff habe. Und jetzt könnt ihr gleich einmal zugucken, wie ich am Verrecken bin. Genau, ich habe nämlich keine Batterie mehr. Da habe ich aus allen Dingern da hinterher noch die Batterie raus entfernt, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Ja, das war ziemlich, oder nicht Oberfläche, sondern zur Basis der Frau, das war ziemlich abfuck, als ich das dann gesehen habe, dass mein Interface auf Rot stand. Also dementsprechend, dass ich halt einfach, ja, dass man mich nicht gehört hat, genau. Wasserfilteranzug, den hatte ich da gefunden, ich bin dann nochmal runter, da gibt es auch noch so ein Pinguin-Spionage- Werkzeug, sage ich jetzt mal. Das ist so ein ferngesteuerter Rover, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber du kannst ja halt eine Fernsteuerung craften und dann halt damit, ich weiß nicht, rumfahren oder so. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es halt nur gelesen. Dieser Wasserfilteranzug, da wollte ich auch nochmal gucken, was das ist. Eigentlich wollte ich auch hier hin, was ich gerade sehe, weil das stand gerade verschlossen, ob man dann nochmal eine Mission macht oder so, aber nein, dem war nicht so, genau. Ich schwimme da jetzt also im Video hin. Und ja, da vorne ist er, der Pinguin. Ja, es ist auch relativ schwer, das für mich jetzt so nachzusprechen. Deswegen wollte ich auch, erst hatte ich vorgehabt, das so zu versuchen, dass das nicht so auffällt. Aber ich habe gesagt, scheiß drauf, das ist so ultra schwer. Das habe ich damals einmal machen müssen, bei einem ganz alten Video vor 4 oder 5 Jahren. So Lip-Syncen, sage ich jetzt mal. Das war so arschschwierig, ich habe es hinbekommen, aber... Sag mal so, das ist nichts für mich. Genau, hier nehme ich auch gerade die ganzen Sachen raus, die Batterien. Dann gehen wir zurück zu Bertha. Und dann werde ich jetzt hier auch gleich einen Cut setzen, bis zu der Stelle, wo ich dann realisiere, dass mein Mikro stumm war. Das ist ungefähr so, als wir so ein paar Meter, bevor wir dann an der Base ankommen. Gut, da würde ich sagen, setze ich jetzt hier einen Cut und dann geht es jetzt gleich weiter. Also, ich habe einen Pinguin gefunden. Ich habe jetzt leider nicht gemerkt, ich habe gerade weiter aufgenommen. Ich war gestummt. Ich habe gerade nicht auf meinen Elgato Wave geguckt. Das war rot. Ich war gerade so, sorry. Heute ist generell, also ich bin auch komplett durcheinander. Diese Luft, die ist alles am Arsch einfach. Ich habe schlecht geschlafen. Wie gesagt, tut mir leid. Also zur Zusammenfassung, ich habe Pinguin gefunden. Ich habe so einen Wärmeanzug gefunden. Und sonst nichts. Ich weiß nicht, ob ich das mitgenommen habe, Kyanit gefunden. Und ja. Sonst nichts eigentlich. Ich bin da nämlich einmal runter. Ich werde das vielleicht drin lassen. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wo meine Stimme drin ist und wo nicht. Hinterher werde ich das reinschneiden. Dann wird dementsprechend da meine Stimme entweder nicht zu hören sein oder... Oh, warte mal, hier müssen wir runter. Genau, der hat nämlich hier ein Artefakt gefunden und da gehen wir jetzt hin. Das ist ein bisschen zu weit. Ich glaube, wir müssen noch weiter. Hier, da. Da sind wieder so... Das ist wie so Wegweiser. Wisst ihr, was ich meine?
So diese Stäbe, sag ich jetzt mal. Na. Wait, sind wir hier nicht gerade bei dem... Hä? Lol. Wir sind... Ach so, warte, hier sind wir gerade beim Notruf. Wir müssen aber zum Artefakt. Okay, nee, das machen wir, weil... Ja, guck mal, unsere Dings ist schon... Unsere... Oh, 50% Health nur noch. Ich wollte gerade sagen, unser Wasserlevel ist auf 11. Ach, scheiße. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Und, ja. Ah, hier sind wir. Ja, jetzt. Ja, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Digga, unser Base ist 2. Wir haben voll weit weg die Base gebaut. Ach du Scheiße, was ist hier denn für ein Monster? Gott. Da ist unsere Base. Also, ich bin ein bisschen sprachlos, so, dass wir so weit unsere Base gebaut haben. Lol. Das ist wirklich lol. Ist gut, wie aber nur dieses Führerhaus da oben so viel Damage bekommen hat. Perfekt. Selbst hier fail ich. So, nice. Captain, dann gucken wir kurz, was das jetzt kostet. Was wir da alles erforscht haben. Und dann... Ach, Quatsch, nicht hier. Genau. Ja, tschüss und Tätig. Aerogel, guck mal. Ich meine, Aerogel bekam man aus weiter unten, aus dieser grünen Region, zumindest in Subnautica. Genau, Speerpinguin. Quantenkiste, ein Lagerbehälter, die habe ich so einfach bekommen. Und so ein Speer. Das ist. Ah, Erkundungsroboter, okay. Gut, ich würde tatsächlich sagen, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne Twitch vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.